Ich sag mal, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer zweiten Brückentour, die wir ja im Frühjahr angekündigt hatten. Die Tour heute ist allerdings nicht ganz so einfach wie die durch die schönen Auenwälder und über die schönen Wiesen, sondern wir fahren durch den Stadtverkehr. Deshalb habe ich die Weste an und ich bitte Sie, hinter mir zügig hinterher zu fahren. Ich habe von jeder Brücke mal ein paar mitgebracht von früher, was so in der Zeitung berichtet wurde. Lutz war ja immer Zeitzeuge, also Lutz Sebastian, Herr Sebastian war ja oft Zeitzeuge bei uns an Brücken. Und das steht auch hier so drin. Unter einem seiner Bilder, wie schwierig das doch war, für die Dessauer zu wissen, wo ist der Heidebrückenweg und wo ist die Heidebrücke. So, und das ist eigentlich traurig, dass ich als geborener Roßlauer hier die Führung machen muss, damit ich den Dessauern zeigen kann, wo ihre Bauwerke sind. Aber wo wir hier stehen, das ist was ganz Historisches. Deshalb fangen wir auch hier an. Die alte Reichsstraße, die sich dann gegabelt hat Richtung Roßlau, in Richtung Magdeburg und in Richtung Fleming, Berlin, hat sich hier gebündelt und ging hier durch den Wald. Wer von Bitterfeld kommt, sieht die Schneise noch. Bevor die kleine Linkskurve kommt, ging es früher geradeaus. Die Brücke ist Baujahr 1894. Die älteste Brücke neben der Wörlitzer Eisenbahnbrücke, wenn man so will, die Dessau hat. Hier im Süden von Dessau. Und deshalb ist es eigentlich auch ganz gut, dass wir mal hier zeigen, wo eigentlich Dessaus Geschichte liegt, in der Erschließung. Ja, das sind hier Bilder von früher, die Lutz Sebastian hier geschossen hat an der Brücke. Baufirma war hier die Firma Muldebau, auch ein Dessauer Unternehmen. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zur Friedensbrücke. Inzwischenzeitlich haben sich hier in Dessau so viele Betriebe und Firmen, Baufirmen etabliert und entwickelt, die leistungsstark gebaut haben. Sie wissen selbst, gerade die Bahnhofsbrücke, ein halbes Jahr Bauzeitverkürzung, ein halbes Jahr vorzeitige Freigabe. Wie haben wir alle aufgeatmet, als das wieder aufging? So, diese Bedeutung dieser Brücke hatte ich schon gesagt. Das Problem an diesem Bauwerk waren die Zeitfenster, die uns die Bahn vorgegeben hat. Es war damals, als wir gebaut haben, noch etwas mehr Zugverkehr als heute. Man kann man sich ja vorstellen, wenn ihr alle 10 Minuten den Zug durchrauscht, da muss die Baufirma schon was drauf haben, um die Forderungen des Bauherrn zu erfüllen. Wir haben praktisch die komplette Brücke saniert. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen das zutraut, hier links mal runter zu gehen, um überhaupt mal den Brückenbohren zu sehen, wie herrlich der aussieht. Das ist eine echte Zimmerarbeit, wenn man so will, Maurerarbeit, Steinmetzarbeit. Und wir haben hier praktisch die Brücke, man sagt im Fachjargon dazu, ertüchtigt. Eine neue Fahrbahn ist draufgekommen, also neuer Überbau, neue Kappen. Ja, das soweit vielleicht zur Brücke. Und diese Bedeutung hinsichtlich der Zeitfenster, die wir hatten, wenn die Züge hier durchrauschten, das kann man sich sicherlich vorstellen. Natürlich waren auch hier die Arbeiten meistens nachts, weil da halt weniger Zugverkehr ist, bis auf die Güterzüge. Die kommen natürlich in ihrer Reihe angerollt und wir wollen ja auch am Morgen volle Regale haben. Also das ist Original Baujahr 1894. So, der Kern gemauert und dann verblendet. Damals gab es noch keine Betonpumpen. Ja, und die Technik, die wir heute haben, und man muss sich das vorstellen, dass die Entscheidung eben getroffen wurde, die Straße hier drüber zu führen. Und dann beginnt hier praktisch das Leben von Dessau verkehrstechnisch. Bis 1936. 1936 wurde dann die sogenannte Südbrücke gebaut, wo wir jetzt hinfahren werden. Also hier können wir noch mal einen Blick auf die erste Brücke der Stadt Dessau werfen, die Heidebrücke. Wir hatten damals starke Überlegungen angestellt, was wir machen, wegen der Sicherung für die Oberleitung. Und dort haben wir uns damals entschieden, diese, ich sag mal mit einfachen Worten, diese Plastikscheiben dort aufzustellen, also Sichtschutz, ja, auch Schutz vor Überspannungsschaden, dass also da keiner runterspringen kann. Dann haben wir dort noch Vögel dran geklebt, damit die Vögel wissen, dass sie da nicht dagegen fliegen dürfen.
Die Scheiben hat man kaum montiert. Da waren sie zerkratzt, bemalt und alles Mögliche. Also man hat hier, muss sich an vielen Brücken feststellen, dass man wenig Respekt hat vor der Arbeit der anderen. Das heißt, die Widerlager waren an einigen Brücken kaum fertig, schon waren sie beschmiert. Ja, hier ist die Besonderheit der Brücke. Wer alter Dessau ist, ich habe auch die Fotos mit, weiß ja, wie die Brücke vorher ausgesehen hat. Die waren nur halb so breit. Ja? Ich sage das heute mal alles mit ganz einfachen Worten. Hier wurde, man sagt dazu, im Volksmund ein Rucksack betoniert, das heißt, die Widerlager blieben erhalten. Sie wurden nach hinten geöffnet und mit Beton weiter und Stahl verfüllt und dann der neue Überbau draufgebaut. Die Besonderheit dieses Bauwerkes ist der Kreuzungswinkel zur Bahn. Und da liegt auch wieder die Besonderheit der Arbeit für die Bauleute drin, nämlich in diesem schiefen Kreuzungswinkel zur Bahn dieses Bauwerk zu errichten. Also ich denke, man braucht hier nichts weiter zu erklären. Selbst der Laie sieht, dass es sich hier bei diesem Winkel, bei dieser Spitzwinkligkeit um eine wirklich anspruchsvolle anspruchsvolle Bauleistung handelt. Ja? In diesem Kreuzungswinkel hat man meistens nie mehr gekriegt. Man hat immer nur 90 Grad meistens im Kreuzungswinkel. Und ich glaube, hier ist der Kreuzungswinkel 110 Grad gewesen. So genau weiß ich es nicht mehr, aber. Wann war das richtig passiert? Wann ist die eröffnet worden? 1994. Na, hier laufen die ganzen Leitungssysteme durch. Wasser, Gas, Elektrik, alles läuft hier durch. Die Hochspannungsleitung, ja. Ja. Aber die Verblendung mit Porphyr, das ist. Das ist alles original. Also man hat sich hier große Mühe gegeben, diesen Originalbestand. Nicht Mann, sondern wir haben es große Mühe hier, diesen Originalbestand auch so entsprechend zu bewahren und zu erhalten. Aber Sie sehen auch hier wieder diesen Übersteigschutz, den ganzen Stahlbau. Hier hat Stahlbau Dessau gemacht und die Bauleistung hat Firma Echterhoff gemacht. Zu der Brücke gibt es doch eine kuriose Bemerkung. In 80er Jahren war ja die Brücke auch schon marode, ja. Sollte gemacht werden. Die Stadt hatte kein Geld und da hat man ist man auf die kühne Idee gekommen und hat gesagt, das Ortseingangsschild, was mal dort stand, ach so, schieben wir dorthin. Und dann gehört das Ding auf der Bahn. Ist so. Ja, aber den Trick haben sie oft gemacht, auch in Rossl an der Elbbrücke. Das Schild haben sie auch ein paar Mal hin und her geschoben. Ich will noch was. Ja. Ja, vielleicht noch ein Wort zu vorhin, habe ich vergessen zu sagen. Auch mit dieser Südbrücke. Diese Südbrücke, das haben die meisten schon vergessen. Bei dieser Südbrücke hat man eine Vollsperrung. Hier war die Stadt Dessau auch abgehängt vom Verkehr, als wir die Südbrücke gebaut haben. Wer sich noch daran erinnern kann. Also es geht auch, wenn man alles vernünftig vorbereitet und alle in einem Boot sitzen. Das ist das Wichtigste, alle in einem Boot sitzen. Dann kann man auch mal so eine Stadtzufahrt abhängen für eine Weile. Natürlich nicht für 2 Jahre oder 3, sondern für eine effektive Bauzeit. Da muss eben die Firma so wie an der Bahnhofsbrücke Tag und Nacht arbeiten und dann ist das Bauwerk im halben Jahr drüber geschoben. Ich habe das jetzt mal bewusst so gesagt. Ja? Wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet und man schreibt es entsprechend aus und man bezahlt es dann auch so, dann kriegt man auch eine kurze Bauzeit zustande. Und das Zweite an der Südbrücke war, dort mussten wir nachts rammen. Das wollte ich Ihnen noch mal erzählen, mussten wir nachts rammen und das hat durch ganz Dessau gescheppert, die Rammstöße. Und dann gibt es ja bei uns so eine Bürger, die rufen dann einfach bei der Polizei an und sagen, das ist ruhestörender Lärm, schickt mal die Polizei raus. Und bei der Südbrücke hatten wir nur ein Zeitfenster, weiß ich noch heute, von 22.30 Uhr bis 2.30 Uhr. In diesem Zeitfenster nachts konnten wir nur bauen. Und dann kommt um 11 Uhr zur Baubesprechung, kommen dann die, ich hätte beinahe gesagt, die Genossenpolizisten rein, kommen die Polizisten rein und Baustopp. Was hat der Herr Linke gemacht? Der war nämlich vorher mit Herrn Masser in Norwegen, hat die jetzt die U52 geholt. Wer sich noch an Herrn Masser erinnert, das war der Polizeipräsident. Den seine Nummer hatte ich in meinem Kalender drin stehen. Damals war das noch nicht so wie heute, mit Nummern speichern und so. Ein Handy gab es auch recht selten. Du hast den Baudruck hinter dir. Der Baubetrieb muss arbeiten, er muss ja Geld verdienen. Ja, deshalb ist es immer wichtig, für mich damals auch wichtig, eine Lehre, dass der Bauherr eigentlich immer vertreten sein muss. Tag und Nacht.
Und wenn der Bauherr an der Baustelle ist, ist das auch für die Unternehmen, die da arbeiten, ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. So, alle sind da. Ich denke, auf dieses Bauwerk brauchen wir nicht fahren. Das werden die meisten vom Überfahren mit dem Auto kennen. Deshalb haben wir uns hier unten hingestellt. Hier sind noch die Bilder von damals aus der Zeitung, wer sich erinnern kann. Ich packe das jetzt nicht alles aus. Das war ja hier praktisch Niemandsland. Hier war Stahlbau Dessau, ging durch, hier standen noch Produktionshallen. Hier vorne endete dann alles, da nistete sich dann irgendwie ein Baumarkt ein, Deckentrupp und ein Italiener auf der anderen Seite. Ja, und dann kamen die Verkehrsplaner der Stadt Dessau und haben gesagt, da gab es doch schon mal einen Verkehrsentwicklungsplan von 1936. Den haben sie rausgekramt und haben festgestellt, dass das, was damals 1936 entstanden war, als Grundidee, dass man das also, wie heißt der Begriff, ich glaube, novellieren kann, also entsprechend erneuern kann. Und aus dieser Erneuerung ist dieses Bauwerk geworden. Es ist eine der längsten, eine der längsten Brücken der Stadt Dessau. Bauausführendes Unternehmen war hier die Firma Echterhoff. Und wie kann es anders sein, die Firma Stahlbau Dessau hat hier diesen Stahlüberbau gemacht. Das sind ja eigentlich zwei Brücken. Wer genau hinguckt, sieht hier zwei Brücken. Und wenn wir nachher zur Brauereibrücke fahren, machen wir genau das Gleiche. Wir fahren auch runter. Das sind nämlich vier Brücken. Deshalb machen wir auch die Tour, heißt Erwachsenenbildung, damit wir uns alle, also ich nicht, ich nur beim Fahren, aber Sie, die es nicht kennen und nicht wissen, hier noch ein Stückchen einen Lückenschluss kriegen und sagen, aha, so sieht es aus, so ist es. Aber was mir hier an dieser Brücke sehr gefallen hat, Einweihung 1999, Einweihung war, dass die Dessauer hier zu Tausenden standen. Wir hatten dann extra einen Bus eingesetzt, weil dahinter war alles Neuland. Die ganzen Straßen, damals hieß die Strabag noch Illbau. Die ganzen Straßen da hinten hat Wartisbau, die gibt es heute nicht mehr, Wartisbau und Illbau gebaut. Dieses ganze Tangentensystem war ja für die Dessauer nicht relevant. Und dann ging das große Staunen im Bus los, was da hinten für Straßen Richtung Dessau-Alten sind. Da haben wir ja dann noch mit der Delitzscher Bauunion die Randstraße Alten gebaut. Ja, und eines, also das war dann schon hier in Dessau das große Aufatmen. Und ich glaube, das war auch für mich die Situation in meinem Leben, wo man gesagt hat, hier entsteht was Neues. Ja? Und ich werde ihn nachher an der Westtangentenbrücke, weil du das sagst, Siegfried, ich werde ihn nachher an der Westtangentenbrücke noch eine Rampe zeigen, die aus den 30er Jahren stammt, denn da sollte auch schon mal eine Brücke hin. Also es hat immer nur an irgendwas gelegen, dann kam der Krieg dazwischen. Ja, ich weiß noch, wo wir hier gebaut haben in den 90er Jahren, das war ja eine Explosion im Bauen. Dr. Neuwirth war Oberbürgermeister, wie der oft draußen war um 8 Uhr und hat geguckt, Fingerspitzen, wie viel hat er gehabt, richtig. Hat mit uns mit geholfen, wenn es irgendwo geklemmt hat, mit den Unternehmern gesprochen, also mit den Geschäftsführern, wenn man manche Dinge, für uns war ja das so eine Ausschreibung von der Brücke auch Neuland. Im Sozialismus war alles finanziert, da brauchst du nicht diskutieren, ja, aber hier diese Ausschreibungen waren ja auch alle Neuland und wir wollten ja auch mit eigenen Unternehmen ausschreiben, also Unternehmen aus Dessau Ingenieurbüros. Manchmal hast du auch die Ausschreibung nicht so perfekt gehabt, da hat eben der Oberbürgermeister sich wirklich damals dazu, ich sage jetzt mal das Wort herabgelassen, er hat sie nicht herabgelassen, sondern hat uns unterstützt und hat gesagt, los zusammensetzen. Vor 1989 haben wir dazu gesagt, runder Tisch. Und dann haben wir uns eben bei ihm zusammengesetzt und haben wir die Probleme ausgekippt, dass einer nicht dem anderen das Wasser abgräbt oder das Geld aus der Tasche zieht. Ja. Manche fragen mich immer, was machst du eigentlich bei der Erwachsenenbildung in der Kirche? Da sage ich, ich habe ganz andere Leute kennengelernt, die sich nicht mehr gegenseitig vormachen, wie wichtig sie sind, sondern die einen ganz anderen Blickwinkel zum Leben haben. Und dann macht es eben doch Spaß, so eine Runden hier zu machen. Ach so, an der Brauereibrücke. Ich habe noch eine Bitte. Hallo? An alle, ich habe noch eine Bitte. Was ich auch nicht gewusst habe als Roßlauer und Dessauer. Dass das berüchtigte Zyklon B, was so viele Millionen Menschen den Tod gebracht hat, kommt ja aus der Gärungschemie und deshalb sind ja in den Brückengeländer auch die nachgebildeten Originalbüchsen drin, dass wir vielleicht dort nachher, wenn es der Verkehr zulässt, eine Schweigeminute machen. So, wer sich also hier in die Mitte stellt und nach oben schaut, wird feststellen, dass wir hier vier Bauwerke haben. Ja, deshalb habe ich gesagt, nach oben schauen und dann sieht man hier die Trennungsfugen und das ist jedes Mal ein Bauwerk für sich.
Das heißt, die Gleisstraße hat eins, die Gleisstraße, die Straßentrasse und die Straßentrasse. Wer sich daran erinnern kann, stand ja hier die alte Brauereibrücke in einer Fahrspur, und zwar in dieser hier. Das andere ist neu gebaut worden. Eine Straßenbahn kommt. Alles nach Protokoll. Diese Brücke hier, die längste Brücke der Stadt Dessau, ist die fachlich, sieht vielleicht nicht am schönsten aus, aber das liegt an der Vergangenheit der DDR, weil nämlich die Dinge, die wir angucken, sind noch aus DDR-Zeiten. 1966, 68 gebaut, wo ist denn Siegfried? Der müsste, hier bin ich. Genau. Ja, und der Vorgängerbau war in unserer damaligen Bezirksstadt Halle, nämlich die Trasse, die nach Halle-Neustadt rausgeht. Das war der das hier war der Experimentierbau für die Hochstraße nach Halle. Genau so rum war es. Entschuldigung, ich bin auch langsam in die Jahre gekommen. Also das hier war die erste Hochstraße im damaligen Bezirk Halle. Und danach wurden alle, mit den Erfahrungsberichten von hier, wurden alle weiteren Hochstraßen gebaut, unter anderem die, die nach Halle führt. Ja? Und hier war Folgendes vorgesehen. Die Pfeiler sollten stehen bleiben und die Längsriegel sollten liegen bleiben. Und auf die Längsriegel sollte dann ein neuer Überbau draufkommen, eben nach Vorschriften, jetzt heißt es ja EN, Euronorm. Früher hieß es noch DIN, als wir hier gebaut haben, aber irgendwann kamen ja die EU-Normen, das muss man sich mal vorstellen, was wir so alles durchmachen als Ingenieure oder die irgendwo Verantwortung haben und sich mit den Papieren beschäftigen. Du bist von der TGL, dann kommst du in die DIN und von der DIN in die EU-Normen rein. Ja. So, jedenfalls hat man hier nach EU-Norm dann, ich glaube, der Zement hat in meinem Leben mindestens 6 oder 7 Mal die Bezeichnung gewechselt. Also die gleiche Festigkeit vom Beton oder vom Zement hat. In der DDR hat man EDV-Beton, wer sich noch daran erinnert. Jedenfalls kam hier, dass die Firma Echterhoff hat den Auftrag hier erhalten für den Neubau der Brücke. Für die Rekonstruktion, Ertüchtigung der Brücke. Wir sind beim Abbruch der oberen Fahrbahndecken. Und der Ralf Finke, ein anerkannter Fachmann von mir, bei der Firma Echterhoff, der entsprechende Ingenieur für die Ingenieurbauwerke, lässt, warum weiß ich nicht, ob es eine Intuition war, lässt Bohrungen machen in den alten Brückenpfeilern und zieht die Bohrkerne raus. Und die Bohrkerne sind innen weiß. Dann hat man hier drüben, war das Baubüro, hat man erstmal unsere erste Havarieberatung. Die Dessauer, die hier stehen, wissen sofort, was es war. Von der Gärungschemie. Wir wissen noch, ich kann mich noch daran erinnern, wie die Dessauer manchmal ich bin ja in Bitterfeld dann 23 Jahre gewesen, wie die Dessauer in Bitterfeld gesagt haben, wir haben heute erstmal wieder unsere Fensterbretter ausgewischt. Da war weißer Belag drauf. Genau das Gleiche war hier mit der Brücke. Wenn es also geregnet hat, dann hat es durch die entsprechenden Entwässerungsrohre und durch den kaputten Brückenüberbau hat es praktisch das Wasser mit diesen chemischen Bestandteilen in die Brückenpfeiler reingeweht. Die Fachleute wissen ja, da wo Feuchtigkeit ist, also Beton ist ja nass, und wenn der ausgetrocknet ist, dann ist da Luft, und in diese ehemaligen oder in diese dann entstandene Luftbohren ist dann dieses weiße Zeug reingesickert und die Pfeiler hatten natürlich nicht mehr die Tragfestigkeit. So, und dann haben wir das dann festgestellt mit diesen Bohrungen der Firma Echterhoff, dass die Brückenpfeiler nicht standhalten. Die sollten nämlich stehen bleiben, dieses Bauwerk sollte künstlich abgefangen werden mit Jochen, und dann sollte der Belag drauf, der neue Überbau, dann der Belag, und dann sollte hier die entsprechende Sache Richtung West gehen. Nun ging das nicht mehr. 1999 ging das nicht mehr. Dann gab es nur noch eine Entscheidung. So wie das Zeug hier steht, abfangen. Abfangen und neue Pfeiler drunter betonieren. Das muss erstmal eine Baufirma schaffen. Genau an die Stelle, wo die alten Pfeiler standen, millimetergenau, weder aus der Achse, nach vorn, noch nach hinten, noch sonst was, die neuen Pfeiler hinstellen. Übrigens, Vorhabenträger war hier die DVV, die hat das Geld besorgt wegen der Straßenbahn. Wir waren nur das Fachorgan für die, was heißt nur, wir waren das Fachorgan für das Bauliche. Wie gesagt, diese Besonderheit war denn, was die Baufirma zu meistern hatte, mit Abweichung, man kann sagen, plus minus 0 mm neue Pfeiler drunter zu setzen,
Und ich denke mal, das ist eine Meisterleistung, was die Jungs so gemacht haben, die sich sehen lassen kann. Und letztlich hat es dazu auch beigetragen, die Verkehrsentwicklung der Stadt Dessau voranzutreiben und Richtung West die Straßenbahnlinie rauszubauen und mit den entsprechenden Straßen. Ja, dann kommt ja eine Junkerstraße, wer sich noch daran erinnert, wie die alte ausgesehen hat, mit dem Natursteinpflaster. Ja, und so. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen auf die Brücke hoch. So sollen die Kartuschen ausgesehen haben, wo das Zyklon B drin war. Und das ist dann. Ja, das ist das Mahnmal für uns zur Erinnerung, dass es nicht vergessen wird. Auch für die Dessauer ist es wichtig, dass hier sowas passiert ist, dass hier das Zyklon B hergestellt wurde. Wie gesagt, auch zu DDR-Zeiten war das kein Thema. Das ist also erst mit der Wende ist der Schleier gelüftet worden. Und es mag vielleicht auch einer der Gründe gewesen sein, warum man das auch den Erdboden so gut wie gleich gemacht hat. Gut, keine weiteren Details. Ja. Wir leben in einer neuen Zeit und gucken der Sonne entgegen. Ja, das ist natürlich ganz spannend hier zu stehen. Weil außer ich von Ihnen keiner weiß, was hier ist. Da ist nämlich die alte, Brückenrampe da drüben. Wenn man das jetzt sagt, sieht man sie. Das ist die alte Brückenrampe. Wir haben auch ursprünglich versucht, die Brückenrampe zu nutzen, aber die war so mit Wurzeln durchwachsen. Also es war so ein Gedanke. Ja. Weil hier ist ja praktisch die ganze Erschließung Fluchtplatz. Hier nennt sich Schwarzer Weg. Der Schwarze Weg war da drüben. Ja, das Kuriose war, dass die Leute, die sich hier in den ersten zwei Jahren geblitzt haben, weil sie zu schnell waren, alle in Einspruch gegangen sind. Und dieses Bußgeld musste zurückgezogen werden, weil der Schwarze Weg ist da unten und nicht hier oben. Das ist also die sogenannte Westtangentenbrücke, die mir persönlich sehr weh tut. Warum? Weil normalerweise gehört hier eine zweite Brücke daneben. Ja? Hier ist die erste Hälfte gebaut. Ja, es kommt von unten vierstreifig an, es geht hier wieder runter vierstreifig. Da hinten sind die Kreuzungen schon auf den neuen Verkehr ausgelegt. Ja. Und nun sage ich mal als Dessauer, nicht als Roßlauer, sondern als Dessauer, wer hier zur sogenannten Raschauer fährt oder wenn die Autobahn Vollsperrung hat, der steht da unten an der Kühnauer Straße, wenn er hier oben über die Kreuzung will. Ja. Das ist ja praktisch die Umleitungsstrecke für die Autobahn bei Haveriefall. Wenn Sie hier runter gucken in Richtung Fluchtplatz, das nannte sich dann Planstraße C, was wir hier gebaut haben von der Kreuzung runter. Das war ja mal alles Rückrollflächen für einen Fluchtplatz, also sprich für die Flugzeuge bis 1945, die hier gelandet und gestartet sind. Und der Abzweig zur Hünefeldstraße, das geht ja praktisch über die alte Aufstellfläche von den Flugzeugen. Ganz hinten war noch ein Tower für die sogenannten Stuckas, die oben runtergemacht sind. War so eine kurze Landebahn und Startbahn gewesen für die Dieselgäger oder für die schnellen. Dieselgäger haben sie erst entwickelt, die Mäh. Ja. Und die neue Achse vom Flugplatz, die geht ja bis Mosigkau, wer das von euch weiß. Ja? Die kommt hinten am Flugplatz an. Wer da mal guckt am Flugplatz, an Mosigkau über die Bahnschienen geht, was man nicht machen sollte, der sieht da so eine Rampe. Ja. Nämlich, da sollte die neue Start- und Landebahn rausgehen. Also Dessau war lange Zeit geplant, wirklich als Industriezentrum zu entwickeln. Und man hat es ja auch nach 1945 geschafft, Waggonbau Dessau, was hier alles gewesen ist. Ja? Aber der Einbruch kam eben dann doch unerwartet. Hier, ein Kuriosum muss ich heute mal noch zu. Ein Kuriosum muss ich noch erzählen. Ich war in Urlaub in Kroatien im September. Werde ich nie vergessen, 2002. Hab früh mal angefangen, halb sechs, wie das ist von ordentlichen Baumenschen. Komm an meine Bürotür, hängt ein großer Zettel dran mit einer Skizze. Ein Brückenteil ist so, ein Brückenteil ist so. Und die Leute, die Bauleiter stehen da mit dem Helm, mit der Blase oben. Der Bauleiter wird gleich kommen. Was war passiert? Halb sieben war es dann, kamen die anderen alle. Alle kamen gleich zurück ins Zimmer, hast du schon gehört. Die Westtangentenbrücke hat nicht gepasst. Ich sage, nee, habe ich nicht gehört. Dann haben sie mir das erzählt. Das Stahlbau Dessau, und hat Wattesbreite damals eine Ingenieurbaufirma, Stahlbau Dessau wurde einen Überbau gemacht. Und nachts draufgelegt, hier ist ja die Eisenbahnstrecke nach Köthen. Nachts draufgelegt, alles wunderbar, großer 500-Tonnen-Kran. Und dann waren ja die Walkie-Talkies in Mode.
Und dann sagte der eine Bauer weiter, oder Monteur, Brückenbauer ins Walkie-Talkie rein, ja, noch 10 cm, also wörtlich, ja, ja, noch 10 cm. Und der andere rief dann auch rein, ja, genau, passt, noch 10 cm. Ja, da kam dann 10 cm, dann rief der andere, nee, nach hier. Und der hat wieder, nee, nach hier. Da hing das also eine ganze Weile hin und her. Da wurde die ganze Aktion abgeblasen, die Brücke blieb drauf. Und dann wurde gewartet, bis der Bauleiter aus dem Urlaub kam, weil inzwischen haben sich schon viele Gedanken gemacht, wie es denn nun weitergeht. Erstmal muss ja der Bauleiter bestraft werden, das ist ja so. Ja? So und so weiter und so fort. Jedenfalls, ich kam montags, bin natürlich auch nicht drauf gekommen, weil man macht auch, so schnell kann man ja nicht um die Ecke denken, was hier passiert war. Am Dienstag 13 Uhr hatten wir es raus. Die hatten die Brücke draufgelegt und das war's. Und als der Beton kam, hat die Brücke erstmal Last gekriegt und hat sich durchgebohren. Und da kamen natürlich die 10 cm, die gefehlt haben. Aber manchmal ist es so, dass du auf das Lorische nicht kommst. Die Streckung nachher. Ja, ja, die hat ja so einen Stich. Ja. Die Brücke hat ja so einen Stich. Jetzt kriegt die Auflast, ja, drückt sich durch und jetzt schiebt die sich nach rechts und nach links. Das Einfachste, ja, alles rannte mit so einem Kopf durch die Gegend. Ja. Das kostet einen Haufen, Entschuldigung, das kostet einen Haufen Geld, so ein Teil, wenn da 10 cm fehlen. Dabei hat die Durchbiegung gefehlt. Also dieses Bauwerk ist 2002 in Betrieb gegangen. Hier war der Banddurchschnitt, Frau Genens. Hier war der Banddurchschnitt. Ja. Markus, ja. Da sitzt er. Ja. Ist schon toll, wa? Das gleiche Foto haben wir natürlich von Saskia auch. Vielleicht, weil es sich jetzt anbietet, mal ein paar Worte zu sagen. Wir haben ja hier im April angefangen, am 26.04. genau die Straßensperrung zu machen. Haben wir auch komplett den Stadtteil Ziebig und Siedlung abgehängt. Und haben es auch hier beherrscht, den Verkehr zu führen. Und dann hat die Firma praktisch ein halbes Jahr gebraucht, bis wir hier den Verkehr wieder draufgelassen haben. Also noch heute eine technische Meisterleistung ohne Ende. Ja? Für mich war neu, der Amtsentwurf sah ja vor, die Brückenbögen miteinander zu verstreben. Also das sieht dann so hässlich aus, wie wenn man nach Kalbe reinfährt. Ja? Oder bestimmte hier Eisenbahnbrücken nach Roßlau. Und die Baufirma, wieder der Strabag, aber diesmal mit Magdeburger. Hier, die haben wir ja vorhin schon an der Westtangente liegen sehen, hier diese Windräder. SAM. Stahl und Apparate bei Magdeburg, ehemals SKET, sagt euch allen was. Ja. Die haben praktisch den Auftrag hier für den Stahlbau gekriegt und die Strabag für den Rest. Und dann ging das Ding hier am 15.12. in Betrieb und wir hatten davor Temperaturen bis zu minus 18 Grad. Und hier steht einer unter uns, der ist Unternehmer. Der hat nämlich den ganzen Elektrokram geklemmt hier, der Herr Häuser. Normalerweise, Uwe, wann ist Schluss? Bei plus 5 Grad oder minus 5 Grad? Also das wissen wir ja, es gibt ja auch die DIN. Die EN-Normen jetzt, ja, die sagen, bis wann darf man welchen Draht wie drehen, damit er nicht bricht. Ist doch ganz einfach. Trotzdem, Hut ab, damals habe ich es ja nicht gesagt. Aber heute kann man sagen, Hut ab, dass er seine Elektriker mit Fausthandschuhen haben die hier die Gabel geklemmt. Ja, damit wir vor Weihnachten die Brücke aufmachen konnten. Und das war natürlich wirklich für alle innerlich von wahnsinniger Bedeutung, zu zeigen, A, was wir können. Ja, hier war ja alles weg. Hier war ein riesen Bauloch. Selbst das Bauhaus hat gestaunt, die da ja eigentlich Architekten ohne Ende haben, als Dozenten und so. Selbst das Bauhaus hat gestaunt, dass hier nach einem halben Jahr der Verkehr rüberging. Zwar nur eingeschränkt, aber er ging rüber. Die Brücke hier hat 4,9 Millionen Euro gekostet, die Brücke. Hier ist alles neu, deshalb sitze ich hier und deshalb gehen wir mal runter. Weil hier ist Sichtbeton, den von oben natürlich keiner sieht. Oder noch so eine Erfahrung für die Bauinteressierten von euch, was ich auch nicht wusste. Du sitzt natürlich, wenn da einer einen Einsparungsvorschlag bringt, die Querstäben fallen raus. Oh, das sind bestimmt 50.000 Euro, die du einsparst. Aber die 50.000 Euro tauchten dann wieder im Überbau auf. Das ist nämlich auch eine Faustregel. Das, was du oben einsparst, kommt unten wieder rein. Also der Stahl, der da oben fehlt, den man nicht sieht, der ist praktisch in der Platte. Die Bögen stehen nämlich, hat nahe die Brückenprüfung ergeben, die Bögen, die zwei, die stehen 12 Grad aus dem Winkel. Und zwar war es genau das gleiche wie an der Westtangentenbrücke. Genau. Die Brücke wird montiert, dann kommt der Beton drauf. Erst stehen die Bögen so und wenn der Beton drauf kommt, dann gehen die Bögen so hier.
Ja, aber. Ja, gut. Aber das macht eben alles ein Rechner. Aber auch so ein Rechner kann sich mal irren. Und meistens sieht die Praxis anders aus als die Theorie. Ja, und nun zeige ich Ihnen mal unten, wie Sichtbeton aussieht oder aussehen sollte. Die hatten doch die Holländer hier schon, ne? Ja, na das ja, gut, dass du das sagst. Hä? Ja, das saßen wir zur ersten Bauberatung mit der Firma, setz mich noch mal hier hoch, hier sitze ich gut. Da hatten sie mich zur ersten Bauberatung reingeholt. Dann ging es um den Brückeneinschub. Ja, das ist die Firma Mamöd. Ich gleich stehen geblieben. Ich sage, wieso Firma Mamöd? Ja, die machen den Brückeneinschub. Ich sage, das sind doch die, die das U-Boot gehoben haben. Die Kosk haben die nämlich gehoben. Ja. Habe ich gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Hier ist kein U-Boot zu heben. Aber trotzdem, unwahrscheinlich technisch versiert, die kamen aus dem Leuna. Ehemals Imo Merseburg, sagt euch allen noch was. Ja, ehemals Imo Merseburg, die haben die Brücke eingeschoben. Wir haben sie ja hier daneben montiert, wer sich daran erinnern kann, hier war ja der Vormontageplatz. Dann rüber geschoben, dann die Verschubbahn und dann rüber. Ja, Firma Mamöd, Hochachtung. Wie gesagt, ich war beim Bau- und Montagekombinat Chemie. Wir waren über 17.000 Menschen, ich war Oberbauleiter. Und als die Wende kam und ich habe die vielen Farbprospekte aus dem Westen gesehen, mit den blauen Männern und den gelben und roten Helmen, habe ich immer so gedacht, ich nehme sie noch nicht mal mehr zum Betonieren. Du wirst so eine ähnliche Gefühle gehabt haben. Ja, wo wir die bunten Prospekte aufgeklappt haben und haben gesagt, Alter, was die da im Westen alles kennen. Ja. Und dann war ich das erste Mal in Braunschweig oder in Hannover zum so einem Brückenbaulehrgang. Und da hatten sie einen Film gedreht von Brückenbetonieren. Und da standen die nicht wie zu DDR-Zeiten mit Schutzhelm. Die standen nicht mit Hemden da, damit die. Ja, die standen mit nackten Oberkörpern, die kippen immer rein im Beton. Da habe ich gedacht, das sieht ja jetzt schlimmer zu als bei uns. Ja? Warum erzähle ich das? Weil diese Brücke hat 11 Leuten den Arbeitsplatz gekostet. Die Firma Mathé aus Magdeburg hatte auf Intervention unserer Stadtführung Leute vom Arbeitsamt aus dem Baugewerbe angeheuert. Die hier bei der Brücke bietet sich an, hier sind ja viele Sachen zu erledigen, auch jetzt von Leuten, die nicht unbedingt jetzt Eisen geflochten haben oder so. Aber auf jeden Fall haben sie geguckt, dass es Bauleute sind. Ein Schale und was weiß ich. So, und dann waren die oben aufgefädelt. 37 Leute. Einer neben anderen. Davon waren 19 vom Arbeitsamt. Werde ich nie vergessen, die Zahl. Und 11 Mann wurden am nächsten Tag entlassen. Warum? Weil es genauso war wie mit dem Film in Braunschweig an der TU. Zigaretten kippen rein. Es wird ausgeschaltet. Und was ist zu sehen? Kippe. Die Kippen gucken raus. Deshalb gibt es nämlich hier diese Flecken. Das ist eben so, wenn man seine Verantwortung unterschätzt beim Arbeiten. Ja, also es gibt nicht nur goldene Sachen zum Erzählen, es gibt eben auch Dinge zu erzählen, die, deshalb heißt es ja auch Episoden aus dem Brückenbau. Das erzähle ich natürlich nicht gerne, das erzähle ich nur, weil es ein Lehrbeispiel ist, auch in der heutigen Zeit. Ja, auch in der heutigen Zeit, dass das eben einen Arbeitsplatz kostet, wenn man löschig, weil wenn man Sichtbeton macht, das ist genau berechnet, Flaschendurchmesser, aber wie viel Zentimeter muss die Flasche wohl eingetaucht werden, du weißt es ja, du bist vom Bau, ja, und so weiter und so fort. Und deshalb sind also diese Ausbesserungsarbeiten, und hier sind wir genauso, was ich heute zu Beginn gesagt hatte, ja, dass eben leider das so ist, dass die Arbeit nicht so gewertschätzt wird, da gibt es eben die Sprayer, und dann jetzt, ja. Und wenn ihr hier so drunter guckt, hier kann man schon sagen, auch saubere Qualitätsarbeit, ja, steht nun schon über 10 Jahre. Früher waren die Brücken mal auf 60 Jahre gerechnet, ich glaube, jetzt haben sie es verdoppelt, die Lebenszeit in der Brücke. Werden wir sehen. Also bis auf diese Sache, die hier passiert ist im Sichtbeton, gibt es an der Brücke null Baufehler. Hier, wer sich noch daran erinnern kann, so sah die erste Brücke mal aus 1907. Ja, denn 2002 und unten, das ist ja nicht original, das ist visualisiert, 2003 die andere, unter der wir jetzt stehen. Ja? Hier mal, wie nachts praktisch die alte Brücke demontiert wurde. Hier steht es noch, öffnet Brücke noch vor Weihnachten. Das hat sich ja dann irgendwie, kam ja denn, die sind da ja so verrückt im Bauen Tag und Nacht. Ja? Weil es keiner fassen konnte, dass nach einem halben Jahr der Verkehr hier wieder drüber rollt. Hier steht ja auch drüber, Meisterstück in kürzester Bauzeit.
Das war dann allerdings dann im Mai des nächsten Jahres, als dann noch die Fußgänger und alles so. Ja. So, ich bedanke mich. Über 7 Brücken. Ja, bedanke mich, dass ihr wieder Interesse aufgebracht habt. Und ich wünsche allen ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Ich hätte mich ja verletzt.